Carlos, bin gleich da. Gut, bring den Truck in die Garage. Wird gemacht. Gut, dass ich mal vor gefühlt 300 Jahren ETS gespielt habe und damit die Waffen drin sind. Kann ich hier. Gut. Nur ein bisschen kaputt. Wow, ein echter Verkleidungskünstler. Klappe zu und setz dich nach hinten. Okay. Hast du einen Kopf geschlossen? Das ist das erste Mal seit dem Ausbruch, dass ich hierher zurückkomme. Meine Kinder sind hier früher zur Schule gegangen. Wie lange hast du gesessen? 8 Monate, vielleicht länger. Ich habe 18 Stunden am Tag auf den Feldern geschuftet und das Gift geatmet, das einem den Verstand vernebelt. Puh, klingt grauenvoll. Ja, aber ich hatte Miguel. Wir haben uns gegenseitig Kraft gegeben. Stimmt. Du meintest, er wäre wie ein Sohn für dich. Er ist der härteste Kerl, den ich kenne. Ich habe ihn wie mein eigenes Kind aufgezogen. Hab ihm Boxen beigebracht. Er wäre Senor Yara geworden, hätte man uns nicht geschnappt. Wie habt ihr es rausgeschafft? Camila hat sich eines Nachts eingeschlichen und 3 Wachen aufgeschlitzt. Sie hat 2 Kugeln eingesteckt, eine Geisel genommen und Fili und mich rausgeholt. Oh ja, klingt nach Espada. Ganz mein Mädchen. Aber sie konnte Miguel nicht finden und der Aufruhr wurde immer größer. Also haben wir ihn mit 4 anderen zurückgelassen. Ich hoffe, er hat es irgendwie geschafft. Wir kommen näher. Klappe halten. Carlos Montero, was machst du hier? Wo ist Miguel? Keine Ahnung, die Wachen haben ihn hier weggesperrt. Ja, da, das war's. Wir gehen. Geh, ich finde Miguel. Wirst du erwischt, stehst du gegen die Scheißarmee. Ist schon okay, Papa. Ich bin doch schon groß. Du hast sie nicht mehr alle. Wir treffen uns an der Tankstelle, wenn du ihn hast. Sweat it. Chorizo. Bepinga. Ich weiß gar nicht, wie dieser Typ aussieht. Das ist natürlich das. Da ist ein Asian. Seine Täter. Unsere Zukunft wächst auf diesen Feldern. Aber die anderen stürzen zurück. Nicht. Er packt euch! Ja! Die ganze Zeit bin ich so, hier kommen aus 3 Kilometer entfernten Ketchup. Jetzt wird der Rest kommen, ja? Was ist das? Der Luft. Okay.
Scheißdreck! Fahr zu uns vorsichtig. Der Binga. Ich weiß gar nicht, wie dieser Typ aussieht. Dem Ingenieur ist nichts zu schwer. Na los! Flucht mit dem. Da ist das Herz. Die Werft hat für den Kreislauf unterbrechen. Wir müssen unsere Tabakfelder verteidigen. Leg sie um, Junge. Luis, komm zurück. Geh vorher. Wir alle haben den Namen Paria gehört. Aber Ausgestoßener ist der falsche Name für die Arana. Die Kamera da muss weg. Die beste medizinische Versorgung. Die Lager sind ein Feuerbruch und diejenigen, die dieses gerechte System durchlaufen haben, werden voller Stolz auf ihre Arbeit zurückblicken. Sie schulden uns ihre Arbeitskraft und wir schulden ihnen Dankbarkeit. Kann das sein, dass wir gleich wieder irgendwie einen Scheiß machen und entsperren? Und halte seinen Traum von einem starken und freien Jahre am Leben. Und eines Tages, wenn ich nicht mehr bin, wird mein Sohn Diego in meine Fußstapfen treten. Obwohl er erst 13 ist, erkenne ich schon seine Stärke, sein Intellekt, seine Vision. Diego wird meinen Traum und das Paradies, das wir gemeinsam aufbauen, am Leben halten. Diego Castillo, mein Sohn. Chorizo, hier drüben. Na los, schnapp sie dir. Denk mal drüber nach, was passiert, wenn die Gefangene rebelliert. Bin ich genug Leute, um die Unterkontrolle zu halten? Nein, aber sag denen das nicht. Chorizo! Scheiße! Okay, jetzt ist aber so. Chorizo, komm. Auf geht's, Chorizo. Dale, Chorizo. Bewegung, Chorizo. Du bist ein guter Junge. Und trotzdem hat er ein paar Leute gewusst. Hat sich selbst in die Luft gespielt. Ja.
hinter mir schon mal hinter. Ja. Ah, Scheiße. So, bis jetzt alles gut. Ich sollte den Alarm. Greif an, Chorizo. Kommt der erstmal von da hinten an. Chorizo, hierher! Du bist hoffentlich Miguel. Wer will das wissen? Ich. Danny. Carlos Montero schickt mich. Wir brauchen einen Schlüssel. Sieh mal im Wachraum nach. Okay, ist es wirklich. Adios, Verstärkung. Da ist der Schlüssel. Jetzt befreie ich Miguel. Vielleicht kommen wir auch später nochmal zurück und so, dass dann wirklich was los. Das kann natürlich sein. Das ist ein bisschen langsam. Man sieht jetzt noch nicht mehr. Ich weiß nicht. Oh, braver Junge, brav. Das hat ihn vielleicht nicht getroffen. Sie kennen mich nicht mehr, aber ich für was, aber an Benzin ist es ja. Ich denke mal, für Lebensmittel.
gucken, hier kommt es wieder an. Lass uns schnell von hier verschwinden. Geh okay, vor. Carlos, ich habe Miguel gefunden. Gute Arbeit, Turi. Dann hol ihn jetzt da raus und wir treffen uns an der Tankstelle. Okay. Wo ist Carlos? Etwas weiter. Etwas weiter wo? An der Tankstelle. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber du musst mir vertrauen. Alles ist gut. Carlos sagt, er hätte dich aufgenommen, dir Boxen beigebracht und sowas. Ein Scheiß hat er. Ich hab's ihm beigebracht. Wie lange kennst du Carlos? Ein paar Tage. Carlos freundet sich nicht mit Außenseitern an. Wartet Carlos allein oder ist da noch jemand? Acere, du stellst viele Fragen. Nur er. Wir sind fast da. Da ist er, Senor Yara. Na los, komm rein. Ja, Bruder. Ich wusste, du kommst mich holen. Hohoho, Acere, du siehst fertig aus. Ich dachte, eure Vorräte wären rationiert. Du Drecksack. Noch trocken. Das ist gut. Ich trinke seins.
Miguel. Es tut mir leid, dass ich dich nicht früher geholt habe. Ich hab's versucht. Ich hätte dich niemals vergessen. Hör auf mit dem Scheiß. Wir wollen alle nur überleben, Bruder. Genug geredet. Gib mir diese scheiß Gitarre. Das war gut, Turi. Am Anfang wollte ich dich einfach wie ein Krokodil häuten, aber jetzt bist du auch ein Montero, Dani. Gracias. Also, sag ich jetzt auch Papa? Halt's Maul und trink. Verdammt. Da muss ich noch mal kurz ändern. Gut, okay. Mit dem machst du, ja? Könnt ihr das riechen? Das ist der Geruch der aufregenden Scheiße, die ihr je gesehen habt. Sehr schön. Weil der Kleine muss auch so lange dann wieder umkommen. Ist schon spät. Gut, also, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles klar, macht's gut. Ciao, ciao.